Das ist mein Lieblingstag, da habe ich auch heute die besten Fortschritte gemacht, Leute. Das ist krank. Ich habe mir heute neue Handschuhe geholt. Guckt euch an, was passiert ist. Das ist der Nachteil. Ihr müsst euch Handschuhe sehr oft kaufen, aber dafür wird eure Brust platzen. So Leute, heute mit dem Brusttag. Bester Mann ist wieder am Start. Ich zeige euch mal, wie man die richtig macht. Heute mal nicht im Boxraum erwärmen. Das ist eine sehr spezielle Übung für die Brust. Und die wird dadurch intensiv jede einzelne Faser von euch erwärmt. Müsst ihr euch so einstellen, dass ihr wirklich gut mit der Brust drauf liegt. Richtig drauf. Erwärmt eure Brust. Ihr müsst euch das alle individuell einstellen. Kommt darauf an, wie krass eure Brust drauf ist. Wenn ihr 7 Jahre, so wie ich, eure Brust schon trainiert habt, dann könnt ihr schon etwas stärkere Kilowatt einstellen. Aber sonst fangt ihr es mal ganz niedrig an und erwärmt ganz locker eure Brust. Jo Leute, uns ist leider vorher so ein richtig kranker Fail passiert und deswegen haben wir jetzt einfach mal eine kleine Szene aus dem Video nachgedreht. 15 Abonnenten habe ich letztens gesehen, ey, danke Leute, ey. Nur durch euch konnte ich mir diese Handelbahn kaufen, YouTube Money läuft, danke Leute. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier bei Bankdrücken. Was ich jetzt machen werde, Leute, ihr dürft ihr auf keinen Fall nachmachen, bitte merkt euch das, auf keinen Fall nachmachen, das machen 98,6% der Leute falsch. Gehört, dass man sich dadurch die Schultern brechen kann. Passt auf, wirklich. Jetzt zeige ich euch mal die richtige Ausführung. Dass hier der CO2-Ausstoß ein bisschen besser ist, weil ich hier meine Wohnung lüften kann und so. Das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Ganz wichtig ist uns Spielraum in der Schulter. Durch diese Routinebewegung ergibt sich so ein gewisser Kreislauf. Die Schulter gewöhnt sich dran und kann nicht durchbrechen. So, ihr kennt das wie zum Beispiel bei Autos. Wenn man lange nicht fährt, rostet er einfach ein. So, genauso ist es genau das Gleiche. Leute, um eure Disbalancen auszugleichen, ist es sehr wichtig, unter anderem die Unterarmventilatoren auf jeden Fall auch dabei zu haben. Die habe ich mir extra dazu geholt. Nicht wundern, dass es kleine sind. Ganz wichtig. Macht auf die eine Seite mehr Gewichte drauf. Da können die mehr Gewichte drauf, Jungen. Wenn bei mir zum Beispiel die linke Brust kleiner ist, mache ich einfach mehr Gewichte auf die linke Seite. Daran denken, das muss da sein. So werdet ihr sehr, sehr schnell eure Brüste wieder gleich groß haben. Also sehen wir uns jetzt wieder ganz normal im Trainingsstudio. Bis gleich. So Leute, bleiben wir gleich mal bei Bankdrücken. Dann zeigen wir euch mal eine andere Übung. Wirklich, ihr denkt euch bestimmt auch öfters mal, verdammte Scheiße, wie soll ich ohne Hilfe richtig den ganzen Reiz ausholen aus der Brust? Ich zeige euch jetzt eine richtig saftige Übung, mit der ihr alleine trainieren könnt. Und ihr braucht keine Hilfe, das ist die Ausgangsposition. 0% Hilfe, das ist 100% safe und das hat so einen explosiven, das allerbeste an dieser Übung ist. Ihr habt das wirklich richtig gut gemacht, wenn man den Muskelfaser respekt. Ihr kennt das ja, die Muskeln reißen, die wachsen wieder zusammen. Bei der Übung ist es halt immer so, der Brust ist wahrscheinlich so um 0,26% gestiegen, das habe ich ausgerechnet, 3,5 Jahre. Normalerweise mache ich halt 190 Kilo Bankdrücken und jetzt wisst ihr auch, wie die ganzen Pumper und wie die ganzen Leute so viel Kilogramm machen. Richtig geile Fortschritte erzielen. Gewichtheber benutzen immer diese Übung. Merkt ihr euch. Nächste Übung, Butterfly. Warum sie Butterfly heißt, ist ganz einfach. Ihr habt euch auch schon mal gefragt, dieses Teil hier. Geht einfach daran, früher, ganz früher im Mittelalter, kennt ihr bestimmt noch, wurde mit so einem alten Holzlöffel wurde die Butter gerührt. Das sah ungefähr wirklich so aus. Eines Tages hat er einfach ein schlauer Mann entdeckt, dass er richtig krasse Brustmuskelkater davon bekommen hat. Und alle haben sich in der Stadt auch gewundert, warum er so krasse Brustmuskeln hat. Ja, und dadurch entstand dann Butterfly. Es ist ganz wichtig, die Ausführung muss so ausgeführt werden, dass die Arme schön eng am Körper sind, die Oberarme schön eng am Körper und nur die Unterarme bewegen sich. Und das geht so explosiv auf die Brust, Leute, ihr werdet... Dadurch habe ich auch sehr krasse Erfolge erzielt. Also, und was noch ganz wichtig ist, der Sitzel muss ganz oben sein. Ganz oben. Egal was für eine Größe. Das ist das Krasse an der Übung.